Merkel ist schuld am Kanal von Köln. Als Ultima Ratio auch die Schusswaffe einzusetzen ist? Die AfD ist immer noch da. Was machen wir denn jetzt? Hallo? Na, du, was sagst du? Das Boot ist voll. Das Boot ist schon wieder voll, hä? Ist das Boot schon wieder voll? Ja, ist das Boot schon? Das Boot ist nicht voll! Jetzt hören Sie doch auf, ihm nach dem Mund zu reden. Was? Ja, wenn Sie das Wort Boot benutzen, sind Sie ihm doch schon auf den Leim gegangen. Warum sagen Sie zu einem der reichsten Staaten der Welt Boot? Warum sagen Sie denn nicht Schiff oder Luxusliner? Wie klingt denn das, wenn ein AfD-Mitglied sagt, der Luxusliner ist voll? Ach so. Deswegen Boot, weil da jeder weitere Passagier zum Kentern führen könnte. Genau. Erst benutzen wir Ihre Begriffe und dann machen wir Ihre Politik. Flüchtlingswelle, Flüchtlingsstrom, Flüchtlingsflut. Die Flut kommt, Herr von Wagner, was machen Sie? Abdichten, alles dicht! Okay, also grenzen nicht! Ja, grenzen nicht! Nein, 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 nein! Ich möchte, dass wir Flüchtlinge aufnehmen, willkommen heißen. Versuchen Sie mal mit dem Wort Flut eine menschenfreundliche Politik zu formulieren. Kein Problem. Also, ich öffne die Tür, heiße die Flut willkommen und versuche das Wasser gerecht auf alle freien Zimmer zu verteilen. Ja. Es geht nicht. Weil man sich gegen eine Flut eben nur schützen kann, verstehen Sie? Reine Abwehrmaßnahme. Okay. Und Wasser, dafür empfindet man auch kein Mitleid. Und all das trägt zur Entmenschlichung bei, durch Sprache. Und so machen wir die Flüchtlinge nur noch zu einer bedrohlichen Masse. Man hat den AfD-Vize Gauland gefragt, ob er denn kein Mitleid mit Flüchtlingen hätte. Und dann hat er geantwortet, mit Einzelnen bestimmt, aber nicht mit einer ganzen Völkerwanderung. Es kann doch nicht sein, dass wir falsche Entscheidungen für dieses Land treffen, weil Kinderaugen im Fernsehen uns anschauen und sagen, helft uns. Tassi Gauland sagt im Prinzip, dass Mitleid vernünftigen politischen Entscheidungen entgegensteht. Also er sagt im Prinzip, dass man sich bei solchen Entscheidungen nicht von Mitleid oder Kinderaugen anleiten lassen darf. Mhm. Dadurch wird Mitleid zu so einer Art, naja, Schwäche. Mitleid ist Schwäche. Das war das Motto des berüchtigten SS-Aufsehers Stark in Auschwitz. Herr Uthoff, geben Sie mir mal das Kissen. Ja. Wieso, was wollen Sie damit? Sehen Sie, Gauland hat doch gesagt, wir sollen uns von Kinderaugen nicht erweichen lassen. Und jetzt wehret den Anfängen. Nein, ich kann das nicht. Machen Sie nichts raus, Herr von Wagner. Ja, ist doch okay. Sie sind halt nicht Gauland. Ja, weil ich in einem Land, in einer Welt leben möchte, wo man sich von Kinderaugen erweichen lässt. Ja, ich find's schön, dass Sie sich kümmern. Ja. Denn wissen Sie, was das bedeutet? Sie machen jetzt die Windeln.